Zeitenwende und nun, was braucht es aus Sicht der Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger? So ist der Vortrag von Dr. Henning Bergmann, geschäftsführender Vorstand des DDV auf dem Deutschen Derivatetag in Frankfurt, der jetzt direkt in der Pause zu mir gekommen ist. Schön, dass Sie da sind, Herr Bergmann. Es ist Ihre große Jahresveranstaltung. Keine Frage, welche Eindrücke haben Sie hier und heute bisher schon gewinnen können? Ich denke, wir haben ein gutes Programm gehabt mit sehr interessanten Punkten. Einmal Herr Steinbrück hat ja sehr markant auch Akzente gesetzt und Frau Schröder hat sehr deutlich dargestellt, wo die Kommission hingehen will. Und ich glaube, es gibt viele Basis für Diskussionen. Wir haben schon gesehen, viele Fragen gab es hier, viele Gespräche nebenbei. Also insofern würde ich sagen, ein sehr gelungener Anfang des Derivatetages, aber es geht ja noch weiter. Ja, genau. Sie haben hier und heute in Ihrem Vortrag von der Zeitenwende gesprochen, natürlich aus Blick der Finanzwirtschaft. Was ist Ihre Conclusio? Ja, ich glaube, wir sind jetzt wirklich in einer Situation, Zeitenwende, wo wir nicht genau wissen, wo es hingeht. Wir haben viele Anleger, die in die Märkte gekommen sind und wir müssen einfach dieses Momentum erhalten. Und dafür braucht es halt auch die Unterstützung der Politik, der Regulierung. Und das ist etwas, wofür wir heute werben wollten, mit verschiedenen einzelnen Punkten, wo wir sagen, wir haben Anleger und Anleger in den Märkten, wir brauchen aber noch mehr und wir müssen die Anlegerinnen und die Anleger, die drin sind, auch dann in den Märkten drin halten. Das ist, glaube ich, so unsere Konklusion, wo wir sagen, da wollen wir hin. Und natürlich auch strukturierte Wertpapiere. Wir sind der Teil der Lösung, weil wir risikoadäquat die Bedürfnisse der Anlegerinnen und Anleger dort bedienen können. Zeitenwende für hier und heute bedeutet sicherlich auch runtergebrochen Zinswende, denn wir sehen steigende Zinsen diesseits und jenseits des Atlantiks. Was bedeutet das für die Anlegerinnen und Anleger? Ja, die Anleger und Anleger müssen sich umstellen und sie müssen zum einen natürlich noch stärker überlegen, dass sie in Wertpapiere mit Aktien, mit Aktienrisiko, in strukturierte Wertpapiere mit Aktien reingehen, weil einfach hier die Inflation besser abgefedert werden kann. Man muss sich das ja klar machen, wenn auf dem Sparbuch null oder vielleicht jetzt wieder ein bisschen was gezahlt wird und auf der anderen Seite die Inflation 8, einige sagen ja auch schon zweistellige Inflationsraten da sind, dann wird tatsächlich das Geld entwertet. Und da ist es eben sinnvoll, dass man auch in andere Anlagen reingeht, wie eben Aktien, Aktienprodukte. Das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Und wir sind eben diesen Weg jetzt gegangen, aber die Anlegerinnen und Anleger müssen dann noch weiter reingehen und eben sich auf diese neue Situation einstellen. Klar ist natürlich auch, dass im Bereich der Zinsprodukte jetzt vieles wieder attraktiver wird für die Anleger und insofern es da an der Stelle auch ein bisschen einfacher wird. Aber die Inflation darf man einfach nicht vergessen. Der Deutsche Derivatetag ist traditionell auch der Austausch zwischen Regulierern, zwischen Politikern und der Branche, natürlich auch mit Blick auf Berlin und mit Brüssel. Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen in diesem Spannungsfeld mit Blick auf Brüssel und auch Berlin? Ja, das ist für uns ja quasi immer beides genauso wichtig, Berlin und Brüssel. Wir haben in Berlin jetzt ja ein Zukunftsfinanzierungsgesetz im Entwurf vorliegen, beziehungsweise ein Eckpapier. Da sind viele Dinge drin, die den Zugang zum Kapitalmarkt erleichtern sollen. Auf der nationalen Ebene ganz besonders wichtig, die steuerlichen Themen. Die Steuern auf Kapitalankünfte sollen für Anleger noch weiter erleichtert werden. Das steht da drin im Eckpapier. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig, damit die Anleger auch in die Märkte reingehen. Und Brüssel, wir haben es heute ja intensiv auch gehört von Frau Schröder, da wird natürlich die Finanzmarktregulierung gemacht. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir die jetzt richtig adjustieren, nicht etwas abwürgen, was eigentlich gut läuft, nicht in Verbote reingehen, sondern sagen, wie wird es für den Anleger leichter, ohne dass wir die Informationen an der Stelle reduzieren wollen, sondern wir wollen sie einfach effizienter machen für den Anleger. Was wir eben nicht brauchen, sind Verbote, sei es im beratungsfreien Geschäft oder bei Zuwendungen. Ein weiteres Topthema innerhalb dieser Zeitenwende ist der Klimawandel, damit auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Im Finanzdeutsch oft ESG genannt. EU-Taxonomie sind die Themen übrigens heute hier auch im Rahmen einer Podiumsdiskussion bei Ihnen. Wie sicher sind Sie, dass das Thema hier fliegt, aber auch darüber hinaus? Ja, das ist ja ein Großthema, was uns die letzten Jahre immer beschäftigt hat. Wichtig war für uns eben, dass strukturierte Wertpapiere bei diesem Thema nachhaltige Geldanlage auch auftauchen. Das ist uns gelungen. Wir haben gerade den Nachhaltigkeitskodex in einer neuen Fassung verabschiedet, sodass die Voraussetzungen da sind, dass Anlegerinnen und Anleger hier auch entsprechend investieren können. Es ist natürlich noch ein langer Weg. Vieles steht noch nicht fest. Das wurde ja auch erwähnt. Wir haben viele Daten noch nicht. Und insofern ist es zurzeit auch ein gewisses Herantasten an das Thema noch. Wir brauchen dafür auch noch ein bisschen Zeit, damit das alles sozusagen auch beim Anleger ankommt. Und es darf natürlich auch nicht zu kompliziert werden. Das ist eine Sorge, die wir haben, dass wir einfach zu viel Dichte für den Anleger haben, dass er letztlich da nicht mehr richtig folgen kann. Also insofern, da gibt es noch viel zu tun, aber wir sind gut aufgestellt. Abschließend zurück zum großen Ganzen. Welche Botschaft soll und wird vom Deutschen Derivatetag des Jahres 2022 ausgehen?
Unsere Botschaft soll sein, Anleger und Anleger sollen weiter in die Kapitalmärkte investieren. Sie sollen sich die richtigen Produkte raussuchen, risikoadäquat, auch nachhaltige Produkte. Das Angebot steht bereit. Und ich nehme heute auch ein bisschen Rückendeckung mit, quasi aus der Politik und von den Regulierern, dass wir dabei Unterstützung bekommen. Eindrücke vom Deutschen Derivatetag des Jahres 2022 von und mit Dr. Henning Bergmann. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Alles Gute für Sie. Herzlichen Dank.